will ich ein paar ausgeben für Upgrades und so. So, da kommt der eine. Von da drüben dürfte dann demnächst der andere kommen. Genau, da kommt er runtergerannt. Und da war auch noch der Bogenschütze. Hey, kannst du mal Frieden geben? So. Oh, er ist netterweise hier runtergesprungen. Au. Da war ich mal wieder zu voreilig. Aber jetzt bist du zum Glück ja weg. Und wir können hier den Eisenschlüssel uns schnappen. Ja. Dieser Schlüssel ist sehr lustig. Wo ist er denn? Eisenschlüssel. Öffnet die Eisentür des Eisenschlosses. Der Schlüssel zur Eisentür des Eisenschlosses. Das Schloss des alten Eisenkönigs versank unter dem Gewicht des Eisens und der Last der königlichen Niedertracht in einem Flammensee. Im Laufe der Zeit nutzten Passanten die Gelegenheit und schnappten sich das Eisen des Schlosses. Auch die Eisentür muss in weiter Ferne irgendwo sein. Und das ist sie auch. Der letzte Absatz, den gibt es im Original Dark Souls 2 übrigens nicht. Man kommt nicht so leicht drauf, wo bitteschön die Eisentüre ist. Das ist sehr dämlich. Das musste ich damals nachgucken, wo die ist. Finally decided to come and visit. Ja. Ich will jetzt gerne wieder einen Gegenstand kaufen. Bei dir nämlich den Fluchtbissring. Der ist an manchen Stellen gar nicht mal so schlecht. Oh, ach ja, und die... Erstmal reden. We have similar taste. Really? I don't. Here. You should like these. Jo, wir kriegen den goldenen Schlangenring. Plus 1. There's good iron in these. Und mehr hatte nichts zu sagen. Also ja, wir haben jetzt zum einen den Fluchbissring und den goldenen Schlangenring. Also plus 1 haben wir jetzt gerade aus dem Bottich geholt, plus 2 haben wir jetzt gerade, plus 1 haben wir von ihm gekriegt und den normalen haben wir aus dem Bottich geholt. Dieser Goldring zeigt eine Schlange, die Rinnerin und zugleich Manifestation des Gottes des Verlangens, Zinder. Dir wird herkömmlicherweise als Laster betrachtet. Doch nur ein Feigling fürchtet sich vor jeder Chance. Genau dasselbe steht hier. Und den Fluchbissring. Dies ist einer von mehreren Bissringen, die für ihr besonderes Aussehen bekannt sind. Erhöht die Fluchresistenz. Das ähnliche, seltsam, verstörende Aussehen dieser Ringe legt eine gemeinsame Herkunft nahe. Wer auch immer der Meisterhandwerker gewesen ist, auf jeden Fall verstand er sein Handwerk. Ja, haben wir noch irgendeinen Ring in der Zwischenzeit bekommen? Also den Lebensring plus 1 hätten wir. Ring der Dorn, den hatten wir auch noch nicht. Der Ring gewährt den Schutz von Kreml, dem Gott der Mühen. Es dringt Dorn des Rings in die Haut des Trägers, sodass jeder erlittene Schlag Groll auf den Urheber nährt. Wenn ihr Schaden erleidet, übt der Ring Rache und fügt Gegnern Schaden zu. Also wirklich so ein bisschen wie so eine Dornenaura. Macht Stimmen der Gegner hörbar, das hatten wir bereits. Und alle anderen kennen wir eigentlich, Ringe. Jo. Ich kann euch aber auch mal kurz eine Alone-Sache zeigen. Von Alone-Rittern getragener Helm. Der Bund der Alone-Ritter, die dem alten Eisenkönig dienen, waren mächtiger als das Eisen des Landes. Doch letztendlich gingen die Ritter in den Flammen unter, die das Schloss zerstörten. Das ist auch ein bisschen Parallele zwischen den Alone-Rittern und den Rittern... den schwarzen Rittern aus Dark Souls 1, also Gwyns Rittern. Was auch ein bisschen Sinn macht. Das kann ich jetzt auch mal kurz vorwegnehmen, weil ich schon erwähnt habe. Die schwarzen, der nächste große Boss, nämlich, der die Urseele trägt, trägt Gwyns Urseele. So, ich will mal kurz zu Macduff. Jo. Bei dem hätte ich nämlich auch gern was noch was vor. Zwei, drei Sachen.
Ja, erstmal hätte ich noch gerne einen von denen hier. Damit würde ich gerne meine Waffe, also die Lanze hier, verstärken. Ich könnte mal meine Klerikerglocke verstärken, dann bringt die nämlich mehr... Also dann heilt sie besser. Den will ich nicht verstärken, das ist alles Titanitscherbe. Oh ja, wie viel brauche ich denn hier? 2 Stück, wenn ich richtig sehe. War alles andere ist plus 4. Jo. Gegenstand kaufen. Der verkauft ja unendlich viele von den Dingern. So. Und kann jetzt einmal den Helm auf plus 4 bringen. Und die Stulpen. So. Den Helm kann ich wegpacken. Und jetzt würde ich gerne einmal die Waffe durchdringen, nämlich die Flügellanze. Blitz haben wir bereits. Magie würde ich ungern benutzen. Feuer hingegen wäre noch nicht schlecht, da wir uns ja auch auf Wunder spezialisieren. Wäre es nicht schlecht, auch eine Feuerwaffe zu haben. Jo. So, jetzt haben wir einen Standardspeer, einen Feuerspeer und einen Blitzspeer. Wenn ich den übrigens noch verbessern würde, dann... Ah! Schlecht ist es nicht, aber es würde die Stats auf jeden Fall verschlechtern. Von DC auf ED und das wäre nicht so schön. So, jetzt haben wir aber eine Feuerlanze. Die können wir mal kurz austesten. Jo, let it burn. Was wir mit der vielleicht nicht unbedingt machen sollten. Also ja, die Viecher töten geht ja noch einigermaßen. Was wir vielleicht nicht machen sollten, ich mach's trotzdem mal. Das da. Jo. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich meinen Bogen infusieren will. Aber ja, das war nett. Ich will mal kurz zeigen, mit dem Ding können wir jetzt Sachen in die Luft jagen. So, ich packe noch die 2 Ringe weg. Und dann geht's jetzt nach Machula. Ich könnte theoretisch jetzt noch hier 8 große Scherben kaufen, um meine Rüstung noch weiter zu verbessern. Aber ich denke, Upgrades sind jetzt mal gerade wichtiger. Zumal wir vielleicht gerade mal 3 oder 4 machen können. So. Absteigen. Ja. Vitalität war wichtig. Ja, genau. 4. Ne, 3-mal. Können wir aufsteigen. Dann haben wir schon nichts mehr. Das heißt, für den Rest kaufen wir erstmal ihre Splitter fertig auf. Wow. Haben wir schon, okay. No interest. Das heißt, wir investieren was ein bisschen in neue Lebenssteine. Da ich die ja öfter gern mal verbrauche. So, 10 neue Steine. Und wie wär's, kaufen wir uns mal 5 von denen hier. Dann sind die Seelen auch schön weg. Thanks. So, ich wechsle meine Waffe mal wieder auf den Heidespeer. Pack die mal weg, die brauchen wir später irgendwann mal. Alles andere sieht okay aus. Das heißt, wir reisen jetzt erst einmal zum Egils Götzen zurück. Und gehen weiter. Als nächstes kommt nämlich was wieder sehr Lustiges. Den da ignorieren wir. Wir gehen hier lang weiter. Dort steht uns wieder ein Hulk-Turtle im Weg. Übrigens, so geht das viel einfacher. Au. Sagte er und kriegt eins auf die Ömme.
So. Dieser Hulk-Turtle ist netterweise das Einzige, was uns hier jetzt im Weg steht. Man sieht nämlich, das hätte man sicherlich auch denken können beim Namen, wir sind unterhalb des komischen Bullen angekommen. Also dort, wo wir die Nebelwand gesehen haben, von da drüben aus. Das müsste der Raum nämlich mit Megawatts sein. Wir sind jetzt also einmal hier so im Kreis gelatscht. So, okay. Einmal hier durch. Einmal tief durchatmen und hier durch. Und sagt Hallo zum Balrog. Nein, das ist der alte Eisenkönig in Wirklichkeit. Also er soll der alte Eisenkönig sein. Und ihn zu besiegen kann, naja, sein. Man muss jedenfalls sehr vorsichtig sein, dass er einen nicht in die Lava katapultiert. Wow. Sondern immer vorsichtig sein, was er gerade macht. Wenn er nämlich zum Beispiel so spuckt. Dann ist das böse. Jetzt macht das schon wieder. Jetzt hätten wir theoretisch seine Hand treffen können. Meistens, wenn er das hier macht, können wir ihn sehr gut treffen. Aber nicht, wenn er das macht. Genau, wenn er das macht, können wir ihm ein paar verpassen. Wenn er das macht, müssen wir hier hinten in Deckung gehen. So, er ist recht einfach, man sieht es. Einfach immer schön hier hinten in Deckung gehen, wenn er Feuer spuckt. Außer er spuckt so Feuer, das ist natürlich übel. Uah, das war jetzt knapp. Wenn er so Feuer spuckt, können wir ihm theoretisch eins ins Gesicht geben. Das hier macht er übrigens sehr selten, abhauen. Da wechselt er nämlich meistens immer die Position. So, stechen wir ihn nochmal ins Gesicht, wenn wir es könnten. Seinen Schlägen müssen wir allerdings ausweichen. Da führt nichts dran vorbei. Und das habe ich irgendwie auch noch nie bei ihm erlebt, dass er schreit. Na, jetzt spuckt er nochmal so Feuer, also wieder in Deckung gehen. Und er verkrümelt sich wieder. Ja, die Lava ist garstig, die er dabei rumschleudert, während er sich verkrümelt. Was war das jetzt? Ach so. Ja, in der letzten Phase macht er Feuerschläge. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Ups. So, wieder hier hinten warten, bis seine Flamme aus ist.